Ich wünsche Ihnen erstmal einen schönen guten Morgen, ein herzliches Willkommen zum dritten Termin dieser Webinarreihe Up to Date mit dem Produktmanagement im Jahr 2024. Mein Name ist Anna Berlekamp, ich bin Sales Managerin bei der Develop und habe heute, wie Sie sehen und auch lesen können, zwei weitere Kolleginnen dabei. Für das heutige Webinar sind, wie Sie es auch sonst kennen, alle TeilnehmerInnen grundsätzlich stumm geschaltet. Ich möchte Sie aber dennoch gerne einladen, all Ihre Fragen oder auch Anmerkungen in unseren Chat zu schreiben, damit wir diese auch am Ende des Webinars auch nochmal beantworten können. Die Präsentation und auch die Aufzeichnung bekommen Sie selbstverständlich wie auch sonst im Nachgang zur Verfügung gestellt. Ich habe heute für Sie, wie gerade eben auch schon angekündigt, zwei Referentinnen mitgebracht. Einmal mein Kollege Gerrit Berghaus, den Sie in dieser Webinarreihe wahrscheinlich auch schon bereits kennen. Und heute ist auch meine Kollegin Caroline Lüken aus dem Bereich Digital Business Consulting dabei. Caroline ist bei dieser Webinarreihe zum ersten Mal dabei. Dafür ist Gerrit dieses Mal leider zum letzten Mal dabei, vielleicht schon mal vorab gesagt, aber keine Sorge, Gerrit verlässt die Develop nicht, er bleibt uns grundsätzlich erhalten, ist nun in diesem Webinar dann nicht mehr dabei. Das vielleicht schon mal zum Anfang. Genau, was möchten wir grundsätzlich mit unserem Webinar erreichen? Wir möchten gerne einen regelmäßigen, direkten und transparenten Austausch für unsere Partner und Kunden aus dem Public-Sektor-Bereich ermöglichen. In diesem Austausch zeigen wir Ihnen immer gerne neue Funktionen und Updates direkt aus dem Webclient mit unseren Develop-ExpertInnen, die wir dann zu diesem Termin einladen. Ebenfalls haben Sie mit mir auch dann eine direkte Ansprechpartnerin aus dem Vertrieb. Genau, werfen wir mal einen Blick auf unsere heutige Agenda. Wie immer gehen wir zu Beginn auf Ihre vorab eingereichten Fragen bzw. auch Themenwünsche ein und geben dazu gerne nochmal Informationsmaterial mit, geben Ihnen dann ein Update, was es Neues gibt aus unserem Develop Documents. Und Caroline gewährt Ihnen dann Einblicke in das Digital Business Consulting. Abschließend, wie gerade auch schon erwähnt, schließen wir das Webinar wieder mit einer Frage-Antwort-Runde. Genau, bevor wir zu Ihren Fragen kommen, die Sie uns vorab mitgeteilt haben, habe ich tatsächlich eine Frage an Sie. Denn wir überlegen gerade, wie wir unsere Anmeldeoption für diese Webinarreihe optimieren können, was tatsächlich auch ein Wunschthema von Ihnen war, auch von uns. Dafür benötigen wir aber einmal einen groben Überblick, auf welchem Weg Sie denn überhaupt von den einzelnen Terminen der Webinarreihe erfahren und wie Sie das mitbekommen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie ganz kurz an dieser Umfrage eben teilnehmen würden, damit wir ja unsere Anmeldung fürs Webinar halt eben im Nachgang auch vielleicht mal optimieren können. Ich warte gerade noch mal ein bisschen. Ich sehe, dass Sie auf jeden Fall fleißig abstimmen. Das sehen Sie wahrscheinlich aus Ihrer Sicht nicht. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Also schon mal vielen Dank, dass Sie so gut gerade an dieser Umfrage mitmachen. Okay, die meisten von Ihnen erhalten tatsächlich immer eine Einladungsmail zur Webinarreihe, wenn ich das jetzt hier auf dem ersten Blick richtig interpretiere. Allerdings geben auch einige an, dass eher zufällig vielleicht von dem Termin erfahren wird, dann gucken wir mal, wie wir das am besten vielleicht anders umsetzen können. Aber vielen Dank schon mal. Dann nehmen wir das mal mit und greifen das auch gerne dann nochmal fürs nächste Webinar auch gerne mit auf. Vielen Dank. Genau. Wir haben über Ihre Fragen mitbekommen, dass Sie mehr grundsätzlich über das Anbinden von Fachverfahren über CMS erfahren möchten. Und die CMS-Schnittstelle beschreibt grundsätzlich erstmal einen offenen, herstellerunabhängigen Standard als Schnittstelle.
für die Anbindung unterschiedlicher Content-Management-Systeme. Und wir als Develop verfolgen diesen Standard, also diese Standardschnittstelle, wie auch bereits zahlreiche Fachverfahren schon. Wichtig ist eben nur, dass beide Anbieter, also auf beiden Seiten, diese Anbindung ermöglichen. Auf dieser Folie haben wir auch noch mal zwei Links mitgebracht. Einmal einen Blogbeitrag und auch noch mal weitere Informationen zu dieser Schnittstelle, damit Sie da auch noch mal mehr Informationen bekommen, was es überhaupt genau mit der CMS-Schnittstelle auf sich hat, was das genau bedeutet und wie diese Integration ins DMS überhaupt funktioniert. Das ist vielleicht noch mal ganz wichtig. Genau, ein weiteres Thema ist das sogenannte BEPO, also das steht für das besondere elektronische Behördenpostfach. Und konkret ging es um die Fragen, ob es überhaupt die Möglichkeit gibt, direkt aus dem Web-Client BEPO-Nachrichten zu versenden. Und das ist eine ganz interessante Frage, die uns erreicht hat, weil ja, das geht. Wir haben da tatsächlich eine richtig tolle, recht neue Lösung entwickelt, die genau das eben kann. Wir haben ja auch nochmal das Webinar dazu verlinkt. Also gucken Sie sich das gerne mal an. Das ist sehr spannend, dass genau diese Frage vorab eingereicht wurde. Da können wir sehr gut drauf zurückgreifen auf das Webinar. Genau, ein letztes Wunschthema von Ihnen, welches ich mitgebracht habe, ist ein sehr aktuelles, nämlich der Einsatz von KI. Wir bieten hierzu unseren Develop Pilot an. Das ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Thema, wie man auch den Einsatz von KI effizienter gestalten kann. Und dazu finden Sie direkt unter dem Link Informationen. Ebenfalls bieten wir auch den Develop Pilot direkt über unseren Store an. Beides ist hier verlinkt in der Folie. Also wenn Sie dann die Aufzeichnung im Nachgang zur Verfügung bekommen, inklusive der Präsentation, gehen Sie da gerne einmal drauf. Und da können Sie auf jeden Fall sehr interessante Informationen zur künstlichen Intelligenz bekommen und wie wir das bei Develop umsetzen und welche Möglichkeiten wir da anbieten. Genau. Kommen wir zu einem Wunschthema, welches tatsächlich nicht Sie, sondern komplett ich mitgebracht habe und was mir am Herzen liegt, das einmal aufzugreifen. Zu diesem Thema haben Philipp Perplies und Tobias Neumann auf dem Develop Summit in Düsseldorf einen Vortrag gehalten. Vielleicht haben denn auch schon einige von Ihnen vor Ort direkt live mitbekommen. Es geht nämlich über das Thema Subscription. Und ich denke, dass Sie das auch grundsätzlich kennen. Früher hat man anders konsumiert, wie man heute konsumiert. Man hat das, was man konsumieren wollte, hat man gekauft und man hatte es dann. Allerdings geht das Konsumverhalten der Bevölkerung komplett einen anderen Weg aktuell. Und ich denke, jeder von Ihnen, wenn Sie mal darüber nachdenken, können das auch so bestätigen. Es wird nicht mehr direkt einfach gekauft, sondern es wird wirklich gemietet und dann konsumiert. Und diesen Wandel sehen wir wirklich ausnahmslos in allen Bereichen, sodass wir ebenfalls die Möglichkeit bieten möchten, unsere Software nicht nur zum Kauf anzubieten und zur Verfügung zu stellen, sondern eben auch zum Mieter. Und diese Wahl zwischen Kauf und Mieter möchten wir nicht nur unseren potenziellen Neukunden ermöglichen, sondern eben auch unseren Bestandskunden, falls da Interesse besteht. Und wir sehen die Softwarebereitstellung als Abonnement wirklich ganz klar als den Arbeitsplatz der Zukunft. Das haben wir auch wirklich ganz bewusst genauso genannt. Was verstehen wir darunter? Wir bieten mit einem Abo-Modell ganz neue Möglichkeiten, sich seinen eigenen digitalen Verwaltungsarbeitsplatz zu schaffen, die ganze Lizenz- und Software-Thematik eigentlich auch komplett stark nochmal vereinfacht und ein hohes Maß an Flexibilität leistet. Und ich verspreche Ihnen, es lohnt sich wirklich, sich da mal die Möglichkeiten anzuhören und auf Ihren vertrieblichen Ansprechpartner zuzugehen und da mal zu fragen, was wir da anbieten und welche Möglichkeiten wir Ihnen da auch wirklich anbieten können. Ja,
Und nun gibt es zunächst einmal die neuen Infos rund um unser Develop Documents. Ja, Anna, vielen Dank für die Einleitung und die Beantwortung der Fragen. Ich darf jetzt übernehmen und Ihnen allen noch einmal die Neuerungen aus unserem aktuellsten Release präsentieren. Unser aktuellstes Release ist das Release Current 2024 Q3 und wurde zum 1.9. von uns veröffentlicht. Ich habe Ihnen mal wieder meinen Zeitstrahl mitgebracht, damit Sie das für sich ein bisschen einordnen können. Heißt, alle neuen Funktionen, die Sie jetzt sehen, die ich Ihnen heute zeige, sind im Current 2024 Q3 und in all den nachfolgenden Current-Versionen vorhanden. Im Annual 2024 sind diese Funktionen noch nicht vorhanden. Diese werden dann mit dem nächsten Annual, nämlich dem Annual 2025, bereitgestellt. Und da komme ich auch noch mal auf eine Frage von Ihnen zurück. Sie haben uns nämlich häufig noch mal das Feedback gegeben, dass Sie gerne mehr über unsere Release Daten informiert werden wollen. Und da haben wir jetzt für Sie etwas vorbereitet. Das finden Sie auch hier unter dem Link, den ich nochmal auf die Folie gepackt habe. Dort finden Sie nämlich unseren Release-Kalender. Und anhand dieses Release-Kalenders können Sie jetzt ganz bequem hingehen und sich das ganze Jahr anschauen. Hier Beispiel 2024, aber auch 2025 ist schon drin und sehen da jetzt wirklich genau anhand der Daten, wann wir welches Release, wann wir welchen Patch rausbringen. Und so können Sie dann eben Ihre Ressourcen für die Updates besser einplanen, konkreter planen und sich dann auch auf diese Daten verlassen. Also wie gesagt, das finden Sie alles bei uns im Portal, im Release-Kalender können Sie alle so einsehen. Und denn je nachdem, ob Sie im Annual sind, dann interessiert Sie eher der obere Teil, hier der blaue Teil, oder ob Sie im Current sind, denn der untere Teil, der rote Teil. Das nochmal kurz als Info, bevor es jetzt wirklich losgeht, in die Neuerungen. Was habe ich Ihnen heute mitgebracht? Wir schauen uns einmal ein bisschen das Dashboard an, die Anzeige. Es gibt die ein oder andere Neuerung im Bereich der Aufgaben und Benutzerverwaltung. Und dann habe ich noch eine ganz wichtige Information für die Administratoren dabei, die ich Ihnen hier nicht vorenthalten möchte. Beginnen wir aber mal ganz einfach und zwar mit der Anzeige und zwar mit einer Anforderung, über die wir jetzt schon länger sprechen. Diejenigen von Ihnen, die auf dem Develop Summit waren, haben da auch schon mal mit uns drüber gesprochen, habe ich auch schon gesagt, dass wir dort gerade in der Arbeit sind und jetzt haben wir endlich ein fertiges Release und wir haben es geschafft, jetzt endlich auch nativ Office-Dokumente bei uns im Webbrowser anzeigen zu können. Das heißt, für Office-Formate wie Word, PowerPoint und Excel brauchen Sie jetzt nicht mehr zwingend eine Rendition, eine PDF, um sie im Browser anzeigen zu lassen. Nein, das funktioniert nämlich jetzt auch so. Und damit Sie das auch wissen, habe ich das hier nochmal hingeschrieben. Falls Sie das Update machen und das wird bei Ihnen noch nicht angezeigt, schauen Sie bei sich einmal in den Software-Manager rein und schauen bitte, ob die View-App installiert ist. Die müssten Sie einmal installieren. Die aktiviert sich automatisch und schon können Sie das Ganze anzeigen. Ich habe das auch nochmal hier einmal mitgebracht aus Sicht unseres Systems. Das heißt, wir gehen mal in unsere Erika Musterfrau Personalakte. Die kennen wir mittlerweile alle bereits. Dort zeigen wir immer gerne was. Und wir haben jetzt hier eben unsere Akten- und Dokumentansicht. Wir können natürlich weiterhin PDF-Dokumente anschauen. Dort hat sich nichts verändert. Wir können weiterhin Bilddokumente anschauen. Dort hat sich auch nichts verändert. Aber eben, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal ein Word-Dokument uns öffnen, dann sehen wir, dass wir oben im Anzeigeformat jetzt automatisch das Word-Anzeigeformat haben und aber trotzdem, wenn wir die Rendition haben, natürlich ins PDF-Format wechseln können. Warum sollte man das machen? Ganz wichtiger Hinweis: Im PDF-Format können wir die Annotationen anbringen. Denn die Office-Dokumente können wir natürlich nicht bearbeiten, die können wir nur anzeigen. Das heißt, wenn Sie mit Annotationen arbeiten wollen, müssen Sie das im PDF-Format machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Wenn Sie Annotationen anbringen, werden diese auch nicht in den Office-Formaten angezeigt. Im Office-Format haben wir natürlich aber die Möglichkeit, das Dokument nochmal zu durchsuchen, so wie Sie es sonst auch gewohnt sind. Wir haben auch Auswahlwerkzeuge, die es uns ermöglichen, aus dem Dokument direkt Sachen zu kopieren, Sachen hervorzuheben. All das haben wir jetzt hier eben in unserem Viewer nativ und können damit dann auch arbeiten, ohne dass wir zu einem Office-Dokument eine Rendition haben. Neben Word, ich habe es gerade schon gesagt, funktioniert das Ganze natürlich auch für Excel. Das heißt, wir sehen hier jetzt das Original-Excel-Format, in dem wir dann auch arbeiten können, also uns Sachen rauskopieren können. Oder eben das PowerPoint-Format. Auch das können wir jetzt nativ im Browser anzeigen.
Genau. Dann schauen wir einmal weiter auf die nächste Neuerung, und zwar eine Neuerung im Bereich der Aufgaben. Und auch da hat der eine oder andere von Ihnen bestimmt schon etwas länger drauf gewartet. Die Anforderungen kamen sehr häufig. Wir haben sie jetzt endlich umgesetzt, und zwar so umgesetzt, dass sie vernünftig in das komplette System auch integriert ist. Denn wir können jetzt zu Aufgaben über die Aufgaben-App einen Zustellzeitpunkt definieren. Ich habe sie extra mit reingeschrieben. Bei Ihnen wird wahrscheinlich das Stichwort Wiedervorlage sehr stark triggern. Das heißt also, wir haben jetzt die Möglichkeit, Aufgaben für die Zukunft zu erstellen. Wenn ich mir mal eine Wiedervorlage erstellen möchte, wenn ich mich in Zukunft mal an irgendetwas erinnern möchte, habe ich ganz einfach die Möglichkeit, mir selbst, einer Gruppe oder einer Kollegin, einem Kollegen eine Aufgabe zu erstellen, die dann für die Zukunft startet oder dann in der Zukunft aufkommt. Ganz wichtiger Hinweis hierbei: Sobald ich die Aufgabe erstellt habe, ist diese wie alle anderen Aufgaben auch nicht mehr veränderbar. Das heißt, auch während der Phase von jetzt bis zur Zustellung kann ich diese Aufgabe nicht mehr ändern. Und auch das können wir uns einmal anschauen. Ich zeige das hier jetzt einmal rein über die Aufgaben-App, aber das Ganze funktioniert natürlich dann auch aus jedem beliebigen Dokument, aus jeder beliebigen Akte. Die Aufgaben-App, die kennen Sie soweit. Ich kann jetzt eine neue Aufgabe mal definieren. Wähle einen Betreff aus. Bitte Rückmeldung. Vielleicht brauche ich in Zukunft eine Rückmeldung. Ich wähle mich mal selber aus hier, den Develop Admin, und kann dann natürlich noch eine Beschreibung, einen Kontext, all das, was Sie bisher auch konnten, hinzufügen. Was Neues ist jetzt eben dieses Zustellfenster. Und in diesem Zustellfenster habe ich die Möglichkeit, über einen Kalender oder eben manuell mir ein Datum auszuwählen für ein Zustelldatum. Ich wähle hier jetzt mal ein Datum in der Zukunft aus. Wenn es leer ist, wird die Aufgabe natürlich sofort zugestellt. Das Ganze greift nur, wenn dort etwas reingeschrieben wurde. Ich habe die Aufgabe jetzt erledigt oder losgeschickt, und wir sehen, in meinen Aufgaben taucht diese noch gar nicht auf. Natürlich nicht, denn es ist ja eine geplante Aufgabe, eine Aufgabe in der Zukunft. Und ich habe jetzt links einen neuen Reiter, meine geplanten Aufgaben. Und hier sehe ich jetzt eben die Aufgabe nochmal mit dem Hinweis, dass es eine geplante Aufgabe ist, mit dem Zustelldatum und dem Zeitstempel. Den ganzen Hinweis sehe ich auch nochmal in meinen erstellten Aufgaben. Das heißt, ich kann hier auch nochmal in meine erstellten Aufgaben reinschauen und sehe dann auch hier, dass Bitte Rückmeldung ganz oben mit einem Icon versehen ist. Und wir sehen, diese Aufgabe wurde noch nicht zugestellt, und ich habe darüber dann natürlich auch eine Möglichkeit, mir diese Aufgabe nochmal anzusehen oder das Ganze besser nachzuvollziehen. Genau, das zu den Aufgaben. Dann schauen wir jetzt noch einmal in den Bereich der Administration. Denn auch dort hat sich etwas sehr Großes getan. Diejenigen von Ihnen, die selber die Updates durchführen, kennen es, dass man bisher die D3.1-Komponente bei uns aus dem Portal downloaden musste und manuell installieren musste. Das müssen Sie ab jetzt in Zukunft nicht mehr, denn ab jetzt sind die D3.1-Komponenten auch bei uns im Software-Manager vorhanden. Das heißt, der Betrieb über den IIS entfällt komplett. Wichtig dabei ist nur, dass Sie die folgenden 5 Komponenten installieren. Das ist einmal der DEX DMS, DEX Image, DEX PDF, DEX Inbox und DEX Prozessportal. Also diese 5 Komponenten gehören eigentlich in dieses Bundle D3.1, was Sie vorher kannten. Und das können Sie ganz einfach über die Komponenten im Software Manager auswählen und installieren. Was heißt das? Das zeige ich Ihnen auch nochmal, weil da gibt es einen kleinen Trick. Wir sind jetzt im Software Manager. Wir wollen ein Produkt also hinzufügen, nämlich unsere Komponenten für den Webclient. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, die Add-on-Komponenten auszuwählen und könnten jetzt aus diesen 57 Add-on-Komponenten uns die richtigen Komponenten raussuchen. Würde ich Ihnen nicht empfehlen. Ich würde Ihnen empfehlen, einfach oben über die Suche zu gehen und dort einmal Web Leerzeichen Client eingeben, und schon haben Sie eben die 5 Pakete, die Sie brauchen, einmal rausgefiltert und können diese dann eben anhaken und installieren. Das nochmal so als kleinen Tipp. Müssen Sie nicht selber raussuchen, sondern einfach oben einmal filtern nach Web Client, und schon haben Sie genau die 5 Pakete, die Sie brauchen, um eben Ihre D3.1-Komponente zu installieren, so wie Sie es vorher auch gemacht haben. Nur, dass Sie es jetzt nicht mehr manuell downloaden müssen, sondern wirklich alles im Software Manager vereint ist.
Genau, ein weiterer Punkt im Bereich der Administration, aber eher im Bereich der Benutzeradministration, ist das Thema Deaktivieren von Benutzern in der User Management App. Diejenigen von Ihnen, die die User Management App bei uns oder in Verwendung haben, von denen haben wir häufig das Feedback bekommen, dass sie Benutzer nicht nur löschen wollen, sondern natürlich auch deaktivieren wollen. Und das Ganze ist jetzt bequem möglich. Das heißt, es wird auch ein Hinweis angezeigt. Das Reaktivieren ist natürlich auch möglich. Und auch das können wir uns einmal direkt im System anschauen. Das heißt, wir als Administrator oder Nutzerverwalter, auch immer, können eben in die Konfiguration hineingehen und müssen dann dort die User Management App öffnen. Ist im Bereich des Dokumentenmanagements, Benutzer- und Gruppenverwaltung. Und dort haben wir jetzt unsere Benutzer, die wir verwalten. Und hinter jedem Benutzer haben wir jetzt eben einen kleinen Schalter eingebaut, über den wir die Benutzer deaktivieren können. Das Ganze müssen wir natürlich noch einmal bestätigen. Und schon wird uns angezeigt, dass die SUSI-Sachbearbeitung jetzt deaktiviert ist. Wenn ich mir den Benutzer anschaue, sehe ich auch nochmal genau, wer den Benutzer zu welchem Zeitpunkt deaktiviert hat. Das ist auch ganz wichtig, damit man das immer nachvollziehen kann und vielleicht mal den Kollegen oder die Kollegin nachfragen kann, hey, warum hast du das gemacht? Falls es also ein Fehler war oder ich den Benutzer wieder aktivieren möchte, kann ich das ganz bequem wieder über denselben Button machen und schon kann sich der Benutzer dann auch wieder anmelden, kann mit dem System arbeiten. Und wir haben jetzt hier eben dann eine übersichtliche Anzeige der Benutzer mit den deaktivierten Benutzern und müssen die Benutzer nicht immer löschen oder neu anlegen. Genau, das zu den Neuerungen. Eine wichtige Info habe ich noch für Sie, und zwar für das nächste Release. Denn für das Release Q4, also Current Q4 2024, planen wir die klassische Ansicht abzuschalten. Ich gehe davon aus, dass die meisten von Ihnen eh schon mit dem Dashboard arbeiten. Ja, weil das Dashboard einfach ganz, ganz viele Vorteile bringt. Es ist komplett benutzerindividuell einrichtbar. Ich kann mir mein Dashboard so aufbauen, wie ich es möchte, die Größen der Widgets verändern. Ich kann überhaupt mit Widgets arbeiten, die mir noch mehr Informationen und noch mehr Funktionen bieten. Aber diese Info eben für alle von Ihnen, die noch mit der klassischen Ansicht arbeiten, probieren Sie dort in das Dashboard zu wechseln, probieren Sie das Dashboard sich schon mal anzuschauen, nutzen Sie die Zeit jetzt, um mit dem Dashboard zu arbeiten, weil, wie gesagt, wir planen zum nächsten Release diese klassische Ansicht dann abzuschalten. Und eine letzte Information von mir für Sie noch ist einmal die Information, auch hier verlinkt in den jeweiligen Bildern, dass wir zwei neue Tutorials haben, weil das Thema Stempeln so gut bei Ihnen angekommen ist. Es kam sehr, sehr gutes Feedback. Sie haben sich da noch ein paar mehr Infomaterialien zugewünscht. Da haben wir jetzt zwei neue Tutorials für Sie, die direkt in YouTube auch hochgeladen, nämlich einmal, wie kann ich Vorlagen, Stempelvorlagen erstellen und aufbringen, und das zweite, wie kann ich diese Stempel und Stempelvorlagen dann auch verwalten. Also auch das zwei sehr gute Tutorials, schön kurz gehalten. Wenn Sie sich die beiden angucken, dann wissen Sie alles zum Thema Stempeln und können damit dann sofort loslegen. Genau, das war's von meiner Seite zu den Neuerungen direkt aus Develop Documents, und ich darf übergeben an Caroline. Ja, vielen Dank, Gerrit, und herzlich willkommen auch nochmal von meiner Seite. Vielleicht stelle ich mich einmal ganz kurz vor, weil die meisten mich in diesem Format ja noch nicht gesehen haben. Mein Name ist Caroline Nücken und ich bin im Team Digital Business Consulting bei der Develop, von Haus aus Wirtschaftsinformatikerin, und bin tatsächlich heute für Sie da, um Ihnen einmal unser Team beziehungsweise unser Beratungsangebot vorzustellen. Das Team Digital Business Consulting übernimmt Beratungen im Hinblick auf Digitalisierung, sprich Digitalisierungsberatung. Es hat sich so ein bisschen aus der Vergangenheit daraus gegründet, dass im Prinzip wir gemerkt haben, dass immer mehr Bedarf da ist aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung und auch der des damit einhergehenden digitalen Wandels, sodass wir da gemeinsam mit unseren Kunden an einem Strang ziehen wollen und ein entsprechendes Beratungsangebot entwickelt haben. Bevor ich da jetzt aber so ein bisschen tiefer einsteige, haben wir zunächst einmal eine kleine Umfrage mitgebracht.
Genau, was ist Ihr Fokus bei der Digitalisierung mit dem Develop Documents? Das ist die Frage, genau. Da würde ich mich freuen, wenn Sie einmal teilnehmen und entsprechend die Frage beantworten. Ich habe mich auf jeden Fall auch einmal dazu geschaltet, weil Caroline, ich glaube, du kannst nämlich die Antworten nicht sehen. Ich kann die aber sehen. Es wird Genau. gerade noch sehr, sehr fleißig abgestimmt. Aber die meisten tatsächlich sehen die ganzheitliche Beratung je Amt oder je Fachbereich als Fokus. Direkt gefolgt von Anbindung von Fachverfahren und danach Umsetzung nach Bedarf oder Dringlichkeit. Okay, das ist ja dann doch sehr unterschiedlich, beziehungsweise ein klarer Fokus tatsächlich ja schon zu sehen. Vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Warum haben wir diese Frage überhaupt gestellt? Was wollten wir damit erreichen? Man sieht ja deutlich, es ist ein ganz anderer Fokus bei unterschiedlichen Verwaltungen zu sehen. Vielleicht konnten Sie sich auch bei den Fragen nicht immer so ganz entscheiden, was Sie nehmen, weil Sie vielleicht auch in bestimmten Anwendungsfällen unterschiedlich vorgehen, je nachdem, was für eine Situation auch vorherrscht, dass Sie dann den einen oder den anderen Weg oder den Fokus wählen sozusagen. Wir gehen gleich auf das Thema noch etwas genauer ein und besonders auch auf den Punkt ganzheitliche Betrachtung je Amt. Vorab möchte ich aber einmal grundsätzlich so ein bisschen genauer erläutern, was macht dieses Team Digital Business Consulting überhaupt? Ist die Digitalisierungsberatung überhaupt und was haben wir da für Beratungsangebote? Das sieht man hier auch einmal ganz gut dargestellt. Hier haben wir so die grundlegenden und wesentlichen Angebote einmal dargestellt. Wir fangen vielleicht einfach einmal vorne an bei der Strategieberatung beziehungsweise dem Strategieworkshop. Das ist ein Angebot, was wir anbieten, um gemeinsam mit Ihnen eine Strategie zu entwickeln. Wie wollen wir bei dem Umgang oder auch der Einführung vom Develop Documents in den nächsten 2 Jahren weiter vorgehen? Was ist unser 2-Jahres-Plan strategisch gesehen? Da wird eine Entwicklung gemeinsam mit Ihnen vorgenommen, innerhalb eines Workshops, wo man dann definiert, wie sollen eigentlich so die nächsten 2, 3 Jahre aussehen. Ein weiteres Angebot ist der Umstieg auf den Webclient. Einige von Ihnen befinden sich bestimmt gerade im Umstieg oder sind da in Vorbereitung. Vielleicht sind auch einige schon, haben das Ganze abgeschlossen. Da haben wir die Möglichkeit, aus unserem Team heraus Sie bei dem ganzen Umstieg zu unterstützen, indem wir Angebote sowohl technischer Strategieberatung haben als auch organisatorischer Beratung. Ziel ist es bei den technischen natürlich so ein bisschen stärker darauf zu schauen, was haben wir überhaupt schon und wo müssen wir ansetzen, was ist noch erforderlich, dass wir ganzheitlich mit dem Webclient auch wirklich arbeiten können. Und bei dem Organisatorischen geht es eher darum, dass man auch die Akzeptanz innerhalb von ihren Verwaltungen und ihren Organisationen bekommt und dann entsprechend, wie geht man dann mit der Einführung überhaupt um? Wie macht man die Einführung organisatorisch? Dann haben wir einen großen weiteren Punkt, das ist die OZG-Beratung. Da ist es tatsächlich so, wir beraten da in unterschiedlichen Bereichen zum einen zum Beispiel, wie starte ich überhaupt, mit welchen Leistungen, mit welchen Online-Zugangsgesetzleistungen starte ich bei der Umsetzung, aber auch wie wird das Ganze umgesetzt, damit es ganzheitlich ohne Medienbrüche abgebildet werden kann. Ein weiterer Punkt ist der Leitplanken-Workshop. Da ist es so, dass wir übergreifend mit Ihnen gemeinsam Leitplanken definieren. Unter Leitplanken muss man sich entsprechend Entscheidungen vorstellen oder auch Grundsätze, die man einmal für Ihre Organisation festlegt, um sie dann in den Teilprojekten oder in den weiterführenden Projekten einfach anwenden zu können und nicht jedes Mal bestimmte Entscheidungen erneut zu diskutieren oder in Frage zu stellen, wo man vorher sagt, das haben wir einmal für unser Haus entschieden und so machen wir es zukünftig. Bei der Potenzialanalyse ist es so, da schauen wir einmal, was bietet zum Beispiel ein Fachbereich oder auch generell Ihre Verwaltung für Potenziale bei der Arbeit mit dem Develop Documents
wie kann man zukünftig den digitalen Prozess besser gestalten, die digitale Transformation voranbringen, um dann einmal zu schauen, welche Komponenten des Develop Documents könnten Ihnen vielleicht nochmal einen Mehrwert bringen oder wo sind Sie entsprechend schon gut aufgestellt, wo können wir durch kleine Hilfsmittel vielleicht noch einen Mehrwert schaffen. Und das Letzte, was ich heute noch einmal vorstellen werde und wo ich gleich auch etwas genauer drauf eingehen möchte, ist die Beratung je Amt. Da sind wir wieder so ein bisschen bei der Frage, die wir zu Beginn einmal gestellt haben. Da bieten wir an, bei der ämterweisen Vorgehensweise nennen wir es auch häufig, hinsichtlich der Einführung vom Develop Documents in einem kompletten Amt, sei es zum Beispiel ein Gesundheitsamt oder Ähnliches, zu unterstützen. Genau, und genau diesen Punkt möchte ich jetzt nochmal etwas genauer ansprechen und zeigen, wie wir da überhaupt vorgehen. Wichtig ist es hier, dass man einmal unterscheidet zwischen der wirklichen Einführung und der Umsetzung des Develop Documents in dem ganzen Amt und dem Beratungsangebot von uns. Unser Beratungsangebot ist immer vorgelagert zu der eigentlichen Einführung und beinhaltet so entsprechend einen Fahrplan, wie machen wir das überhaupt? Wie können wir zum Beispiel das ganze Gesundheitsamt ans Develop Documents anbinden? Dabei haben wir folgendes Vorgehen entwickelt oder gehen standardmäßig so vor. Zunächst natürlich erstmal ein Kickoff. Man spricht Termine ab. Wie gehen wir vor? Man bespricht einmal das Vorgehen. Und dann geht es im Wesentlichen schon darum, dass wir den Ist-Zustand erheben. Wir führen entsprechende Erhebungsworkshops durch. Da stellt sich vielleicht die Frage, wie wird das gemacht? Tatsächlich gehen wir da so vor, dass wir entsprechend mit den jeweiligen Sachgebieten oder Fachbereichen in diesem Amt im Detail einmal sprechen. Sprich, wir unterhalten uns mit jedem Fachbereich einmal, mit den entsprechenden Sachbearbeitern, die wirklich die tägliche Arbeit mit dem Develop Document später auch durchführen. Da geht es wirklich weniger ums Develop Documents an sich, sondern wirklich um den derzeitigen Prozess, wie wird gerade gearbeitet, mit welchen Fachverfahren wird gearbeitet, aber auch, wo werden Dokumente abgelegt, wo kommen sie her, etc. Da geht es wirklich darum, den Ist-Zustand zu erheben. Nachdem wir das für jedes Sachgebiet oder auch jeden Fachbereich getan haben, gehen wir anschließend in die Konzepterstellung. Da ist es dann so, dass wir entsprechend ein Konzept erstellen auf Basis der Erhebungsworkshops, wie wir es vorschlagen würden, das Develop Documents in Ihrem Amt einzuführen. Sprich, wir geben da unterschiedliche Handlungsempfehlungen, wie entsprechend die Einführung am besten gestaltet werden können, aus unserer Sicht natürlich. Und am Ende stellen wir Ihnen das natürlich auch nochmal ausführlich vor und diskutieren auch über einige Punkte nochmal, sodass wir den bestmöglichen Fahrplan für Sie finden können, wie kann das Ganze eingeführt werden in Ihrer Verwaltung oder in Ihrem Amt in diesem Fall. Genau, jetzt stellt sich wahrscheinlich die Frage, was kommt eigentlich so bei dieser Konzepterstellung überhaupt raus? Wie muss ich mir das vorstellen? Dazu habe ich auch nochmal eine Abbildung mitgebracht. Hier sieht man einmal ganz gut, wie wir bei dieser Konzepterstellung vorgehen. Das ganze Konzept ist dann natürlich ein Dokument, wo ziemlich viele Informationen drinstehen und auch die Ist-Situation einmal dargestellt wurde. Aber im Wesentlichen geben wir unterschiedliche Empfehlungen oder empfehlen Maßnahmen, die wir entsprechend bei der Einführung vom Develop Documents in Ihrem Amt berücksichtigen würden. Das eine sind einmal verwaltungsübergreifende Maßnahmen. Das muss man sich so vorstellen. Da können zum Beispiel sowas hinzukommen wie der Leitplanken-Workshop, den ich ganz am Anfang einmal erwähnt habe. Oder auch IT-Workshop, um herauszufinden, ob für die Masse an Personen, die wir zusätzlich ans System anbinden, noch weitere Maßnahmen vorab getroffen werden müssen, damit das System zum Beispiel weiterhin stabil läuft. Nachdem diese übergreifenden Maßnahmen einmal erläutert wurden, geht es dann weiter in die ämterweiten Maßnahmen. Sprich, da schaut man einmal, Beispiel Gesundheitsamt hatte ich eben genannt, wie man entsprechend bei Ihnen in dem Amt jeweils vorgeht. Übergreifend ist dann natürlich zum Beispiel ein Thema oder eine Maßnahme, der entsprechende Wissensaufbau
aber auch die Kommunikation von den Leitplanken oder Ähnliches. Was ist das ämterweite Vorgehen? Was sind die ämterweiten Maßnahmen? Und dann geht es noch etwas ins Detail, in die Sachgebiet oder Fachbereich kann es bei Ihnen auch heißen, spezifischen Maßnahmen. Da ist es entsprechend so, dass wir sowohl einmal eine Reihenfolge entwickeln, wie können wir bei der Einführung am besten vorgehen, weil es ja durchaus eine Abstufung geben muss. Nicht alle Mitarbeiter können gleichzeitig an das System häufig gebracht werden, sodass wir da entsprechende eine Reihenfolge entwickeln müssen. Und da sprechen wir immer eine Empfehlung aus, die wir dann gemeinschaftlich nochmal besprechen und abwägen, wie es denn schlussendlich sein soll. Zusätzlich ist es da auch so, dass wir für die einzelnen Sachgebiete als Beispiel Maßnahmen bzw. Komponenten empfehlen oder auch bestimmte Workshops, wie zum Beispiel Workshops zum Wissenstransfer, wo man dann auch die Mitarbeiter entsprechend in den Sachgebieten abholt zum Develop Documents bei der entsprechenden Einführung. Das sind alles nur Beispiele. Das kann ziemlich individuell bei Ihnen aussehen und sehr anders aussehen, je nachdem, was bei den Erhebungsworkshops zu Beginn auch natürlich rausgekommen ist. Genau. Das wäre es soweit erstmal von meiner Seite. Dann würde ich gerne wieder übergeben. Ja, danke dir, Caro. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Einblick, den du da geben konntest. Und ich denke, beziehungsweise ich sehe tatsächlich an den Fragen, die auch kamen, dass es auch wirklich ein interessantes Thema sein könnte. Kommen wir zur Frage-Antwort-Runde. Und Caro, du hattest ja jetzt gerade deinen Part. Es kam dazu auch tatsächlich eine Frage, die ich direkt dann stellen würde, damit das auch thematisch direkt einmal passen würde, wenn das für dich okay ist, würde ich direkt mal eben starten. Ja, klar. Und zwar hattest du, das war auch relativ am Anfang auch gesagt, dass ihr auch eine technische Strategieberatung macht zum Umstieg auf den Webclient. Da hattest du auch eine Folie zu und das war auf jeden Fall auf der Folie auch mit drauf. Und die Frage ist, kannst du vielleicht kurz erläutern, wie so eine technische Strategieberatung bei euch denn ablaufen würde? Also was man da erwarten kann, ganz grob? Genau, also grundsätzlich gliedern wir diese technischen Strategieberatungen immer in zwei Termine mit Ihnen gemeinsam. Bei einem ersten Termin geht es so ein bisschen um die Schwerpunktlegung. Also sprich, was für Schwerpunkte sind bei Ihnen wichtig, wo müssen wir genauer draufschauen etc. Dafür haben wir immer so eine Checkliste, die wir vorab unseren Kunden bereitstellen, die einmal ausgefüllt werden muss und dann schauen wir einmal gemeinsam drüber und sagen zum Beispiel zum Thema IDP-Umstellung, da sind Sie schon auf einem guten Weg, kennen alle Punkte, brauchen wir nicht näher drüber sprechen oder eben Punkte, wo wir näher drüber sprechen müssen. Und im zweiten Schritt, das ist quasi der erste Termin, dann eine Sichtung der Checkliste, wo man dann wirklich die Schwerpunkte festlegt und definiert, wo sprechen wir beim nächsten Mal näher drüber. Und im zweiten Termin geht es dann wirklich darum, dass man tiefer in die Thematik einsteigt und über die einzelnen Punkte, die zu tun sind, bei dem Wechsel auf den Webclient spricht. Sei es jetzt zum Beispiel über die Task-App, über die Aufgabenkachel, wo man näher drüber spricht, oder über die Postverteillösung oder Ähnliches. Da geht es dann wirklich tiefer ins Detail. Und das Ergebnis ist dann im Wesentlichen ein Fahrplan, eine Ablauffolge, wo man sieht, was ist wann zu tun, in welcher Reihenfolge, sodass man dann am Ende sagen kann, das und das ist zu tun und das machen wir in dieser Reihenfolge und dann sind wir auf dem Webclient. Genau. Okay, danke. Also ist quasi das die Basis eigentlich die Checkliste, die man vorher dann einmal ausfüllt und daraufhin baut ihr dann quasi die Beratung dann auf. Genau, und dann wird individuell geschaut, was sind für Schwerpunkte am sinnvollsten. Genau. Super, danke schön. Also falls Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten, kommen Sie da gerne entweder direkt auf meine Kollegin oder sonst auch natürlich einfach auf mich zu, dann würde ich das entsprechend weiterleiten, weil das schon, glaube ich, ein wichtiges und aktuelles Thema bei vielen unserer Kunden ist.
Ich habe noch eine Frage, die direkt gerade darauf nochmal eingreift. Wäre es möglich, die Checkliste vorab zur Verfügung zu stellen? Einmal unverbindlich. Macht ihr sowas? Oder ist das dann wirklich, dass ihr die Checkliste erst rausgibt, wenn man das auch wirklich beauftragt hat? Also grundsätzlich gehen wir mal so vor, dass tendenziell, wenn erstmal Interesse besteht, wir uns einfach unverbindlich mal zusammensetzen und wir unser Vorgehen nochmal im Detail näher erläutern. Das, was ich jetzt so ganz grob auf der Tonspur erläutert habe, machen wir dann nochmal im Detail. Und dann kann man wirklich auch, kennen Sie so den ganzen detaillierten Prozess von vorne bis hinten. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir gegebenenfalls auch schon mal drüber sprechen, ob Punkte vorbereitet werden können, wie schon mal zum Beispiel die Checkliste auszufüllen oder ähnliches. Das Problem ist immer, wenn wir es vorab rausgeben, es ist immer ein bisschen schwierig, da ein enger Zusammenhang zu den Terminen oder Absprachen, die wir vorher sprechen, besteht und nicht, dass es dann immer zu Verwirrungen führt. Hatten wir in der Vergangenheit häufiger. Es ist einfach besser, wenn wir es dann in Kommunikation miteinander machen, weil Okay, gut. sonst Also funktioniert es schon. Genau. danke, dann nehme ich mal einmal mit, dass die Checkliste vorab mit euch besprochen wird eigentlich, was da auszufüllen ist und was letztendlich wichtig ist und dass man die auch wirklich dann erst dann bekommt, wenn man mit euch auch wirklich dann gesprochen hat, dass es Genau. sonst nicht zu Verwirrung kommt. Sehr gut, danke. Gerrit, du hast zu deinem Teil auch ein paar Fragen bekommen. Und zwar geht es einmal um Office und da letztendlich auch um die Wiedervorlagen. Aber ich fange mal kurz an. Eine wichtige Frage vielleicht auch für die ganze Runde hier ist einmal, benötige ich für die Office-Anzeige ein Office-Account? Nein, der wird nicht benötigt. Also die Anzeige, die wir jetzt implementiert haben und released haben, die läuft rein über unsere interne API. Das heißt, Sie benötigen da keinen Office-Account oder sogar Office 365-Account. Wichtig ist natürlich zu sagen, wir zeigen an. Ja, das war ja auch gerade, dann haben wir das ja auch gesehen, dass wir eben nicht bearbeiten können. Sobald Sie die Dokumente auch online bearbeiten wollen, das heißt, Ihre Word-Dokumente zum Beispiel direkt im Browser bearbeiten wollen, dann bräuchten Sie einen Office 365-Account, weil das ist ja das Produkt von Microsoft Office. Das sind nicht mehr wir. Wir können aber ohne jeden Account anzeigen. Also Anzeige, aber ohne Bearbeitungsmöglichkeiten. Richtig. Okay, gut. Und dann habe ich noch eine letzte Frage zu den Wiedervorlagen, die du angesprochen hattest. Die Frage ist konkret, muss ich die Wiedervorlagen freischalten, die Herr Berghaus angesprochen hatte? Nein, die Funktion muss nicht freigeschaltet werden. Sobald Sie das Update machen auf die neue Current Q3-Version, haben Sie die Funktion automatisch und können sie auch so direkt nutzen. Okay, super, danke. Danke auch euch beiden natürlich, ne, dass ihr so gut die Fragen auch beantwortet habt. Auch danke für euren Input jeweils. Ich möchte gerne am Ende dieses Webinars noch ein paar Tipps mitgeben, die ich noch rausgesucht hatte. Alle Fragen, die wir natürlich jetzt nicht beantwortet bekommen haben, zeitlich, machen wir wie sonst auch immer direkt im Nachgang. Also keine Sorge, alle Fragen hier im Chat, ist nämlich eine ganze Menge heute, werden natürlich noch nachbereitet. Die zwei Tipps, auf die ich gerne noch eingehen wollen würde, ist einmal das Webinar mitzugeben zum Develop E-Government Portal. Da geht es um die vollständige Bearbeitung von Online-Services im DMS. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Funktion. Gucken Sie sich gerne einmal das Webinar dazu an. Wirklich sehr spannend. Und ich möchte Sie gerne herzlich dazu einladen, an unserem Community Talk teilzunehmen. Der ist jeden zweiten Mittwoch und da geht es um das Process Studio. Also letztendlich können Sie sich dort mit Kolleginnen von mir und auch mit anderen Kunden von uns ganz offen austauschen zum Thema digitale Prozesse. Letztendlich alles, was damit irgendwie einhergeht. Also es ist komplett ein freier Austausch. Also ist auch komplett kostenlos für Sie. Gerne einfach daran teilnehmen. Jeden zweiten Mittwoch 15:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Ist für alle offen. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, dass Sie heute dabei waren.
Ich hoffe, wir sehen uns im Termin Q4 wieder. Und Gerrit, ich möchte dir auf jeden Fall herzlich nochmal danken, dass du hier so einen guten Job die letzten Male immer gemacht hast. Und ich bin mir sicher, du wirst auch zukünftig vermisst und mindestens von mir vermisst. Also wirklich herzliches Dankeschön. Auch, dass du die ganzen Live-Termine immer auf unseren Veranstaltungen, die wir ja jetzt nicht immer digital abgehalten haben, dass du da auch wirklich immer so gut performt hast. Und ich denke, ich sehe auf jeden Fall ganz, ganz viele Klatscher und Daumen hoch. Also ich glaube, das sehen wirklich die Kunden auch alle wirklich ganz genauso. Ich glaube, Vielen ja, Dank, sehr man kann gerne. einfach nur sagen, danke. Und du hast wirklich einen guten Job gemacht bis hierhin. Gut, dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns, wie gesagt, im Termin Q4 wieder. Das ist im Dezember. Melden Sie sich gerne dafür an. Und ansonsten machen Sie es gut. Schönen Tag. Und ganz zum Schluss freuen wir uns natürlich, wenn Sie noch zwei kleine Fragen am Ende zu diesem Webinar beantworten würden, die wir dann mitnehmen. Vielen Dank.